Ja, ich möchte auch mal ganz kurz noch mal zu dem Thema sagen, Unterstützungskasse, also pauschalodierte Unterstützungskasse als Beitrag zur Erhöhung der Krisenfestigkeit, zur Erhöhung der Überlebensfähigkeit und auch der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Und ein wesentlicher Baustein für die Zukunftsfähigkeit ist ja das Thema Mitarbeiter, Human Resources, Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden, Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter mit dem Unternehmen identifizieren. Aber ein genauso wichtiger Baustein ist auch das Thema Wertschöpfung. Wenn ich ansehe, wie viel Gelder Monat für Monat, Jahr für Jahr zur Versicherungsgesellschaft wandern, mit riesen Kostenbelastungen, mit riesen Abzügen dort veranlagt werden in Staatspapieren, in Anlagen, die so manche Unternehmer nicht mehr als die erste Wahl sieht, die aber so vom Gesetz her angelegt werden müssen. Und wenn ich dann sehe, dass mit den Geldern trotzdem, zumindest in der Vergangenheit, wesentlich mehr erwirtschaftet wird, dann ist das ein ganz wesentlicher Faktor, den man auch im Unternehmen lassen sollte. Wenn ich mir ansehe, das Geld kann ich hier bei der Versicherung mit der Rendite von plus minus 0%, häufig unter 0, manchmal je nach Laufzeit leicht über 0% anlegen, dann ist es ganz klar und es liegt auf der Hand, dass ich es in dem Unternehmen genauso kann. Ganz im Gegenteil, im Unternehmen kann ich wahrscheinlich wesentlich mehr draus machen, ob ich das investiere, ob ich Verbindlichkeiten, Kontokorrent, was auch immer tilge, indem ich mich unabhängig von Banken mache, indem ich mich frei in der Liquidität mache, indem ich einfach Wertschöpfung generiere. Die Wertschöpfung, die normalerweise bei der Versicherung passiert, im eigenen Unternehmen lasse. Auch wenn ich das am Kapitalmarkt investiere, ich habe zumindest eine Liquiditätsreserve, an die ich jederzeit kann. Und das ist für mich echte Wertschöpfung, und zwar Primärwertschöpfung. Und das gibt es natürlich das Ganze auch noch sekundär, wenn ich sehe, ich habe motivierte Mitarbeiter, ich habe mit dem Unternehmen identifizierte Mitarbeiter, ich habe hier ein Versorgungssystem, in Anführungszeichen die gute alte Betriebsrente, wie es manche auch nennen, also das eigene Versorgungswerk, die eigene Rente, dann habe ich hier eine Mitarbeiterzugehörigkeit, eine Mitarbeiterbindung, nicht nur im arbeitsvertraglichen Sinn, sondern vor allem im emotionalen Sinn, die einfach phänomenal ist und die den Unternehmen mit Sicherheit hilft und das eigentlich selbst durch moderne Instrumente gar nicht quantifizierbar ist, wie viel ich erreichen kann.